Die von Mio gerettete Yuri entschließt sich dazu, weiterhin nach Hisoka zu suchen. Stimmt. Die war ja auf dem Werk so völlig braindead. Und die haben wir zurückgeholt und jetzt geht die wieder zum Berg, weil, ne? Wir haben halt keine Hobbys. Auf der anderen Seite des nebligen Sees der Verstorbenen steht ein riesiges Tori. Ist das sowas wie ein Tor? Nur mit II, weil es japanisch ist? Das den Weg zum Schrein am Wasser weist. Okay. Wieso geht hier... Ich will schweren Schwierigkeitsgrad. Damit ich mich cool fühle. Yuri geht das, was sie am See der Verstorbenen beobachtet hat, nicht mehr aus dem Kopf. Sie sah Hisokas Schatten, wie er in einem dichten Nebelschleier verschwand. Sie, ne? Nach dem, was sie alles gesehen hat, sollte das eigentlich egal sein. Sie erinnert sich an das große Tori am See, das den Eingang zum Schrein am Wasser bildet. Ist Hisoka etwa in diesem Schrein? Yuri weiß, dass sie einen Weg dorthin finden muss. Sie macht sich auf zum Schrein der Vergänglichkeit, um ihre Suche zu beginnen. Ja, dann mal los. Zum Schrein der Vergänglichkeit? Welcher war das? Na, erstmal ist sie zu Hause. Ja, Hisoka ist da ganz bestimmt hingegangen. Ja. So, habe ich gleich meine Kamera am Start? Ich habe gleich meine Kamera am Start. Schießen war im Prinzip wie mit einem Shooter. Was geht hier? Ja, hier gibt es eigentlich nur einen Haufen Shit, den ich schon untersucht habe. Kann das sein? Hier gibt es ja nichts Neues irgendwie. Ne. Ja, ein Tisch. So, die wollen mir bestimmt wieder Angst machen mit Geistern in meinem eigenen Haus. Ja, jetzt mach auf. Mach's nicht so spannend. Ich gehe mal unten lang. Nicht rückwärts. So, wie könnte man nochmal rennen? Warte mal, ich sehe jemand. Wer ist jetzt eigentlich alles in diesem Haus? Warte mal, ist das Bell in Real Life oder ist das hier? Hallo? Was macht die denn hier? Warte mal, will die mir sagen, dass ich da hoch soll oder so? Na, wenn ich da hoch soll, dann ist bestimmt die Tür zu. Weil das Spiel lässt mich ja im Prinzip nichts verpassen. Was irgendwie wichtig ist. Okay. Warte mal, was? Wie komme ich dorthin? Ob es irgendwelche Hinweise in Hisokas... Ah, natürlich. Siehst du? Das habe ich gesagt. Ich brauche natürlich Hinweise. In Hisokas Zimmer... Das war oben. Ich glaube, da gehe ich... Komme ich da am schnellsten hin? Wie war denn das Haus nochmal aufgebaut? Ja, wenn ich hier bin, dann gehe ich da durch. Die ist nicht hier reingegangen, ja? Aber hier muss man ja den Shooter-Modus aktivieren. Da laufe ich aber so langsam. Ja gut, ich lasse mal in Ruhe. Was auch immer die dort machen.
Der Spiegel. Aha. Was ist das? Ein altes Schriftstück über das über den Schrein am Wasser liegt auf dem Bücherregal. Mündliche Überlieferungen beschreiben den Schrein am Wasser. So wird erwähnt, dass es sich bei um die Quelle des Lebens und den Wohnsitz des Sonnengottes handelt. Dass es sich dabei. Auch sollten die Leute, die vom Berg gerufen werden, auf ihrem Weg zu den Göttern durch den Schrein kommen. So manch einer behauptet, dass einige Besucher ihre Gedanken und Seelen opfern, um sich von ihrem Leid zu befreien. Ich habe gehört, dass sich dort Leute umbringen. Der Schrein wird in einigen Volksgeschichten erwähnt, jedoch konnte noch keine Spur des Gebäudes selbst gefunden werden. Aha. Hier stellt sich noch immer die Frage, wo sich dieser Schrein befindet. Ob er wohl an einer Wasserquelle liegt, wie der Name vermuten lässt? Vielleicht. Warte mal, was ist, wenn das Wasser metaphorisch ist? Der See der Verstorbenen auf dem Gipfel wird stets von einem Nebel umhüllt. Der Umriss eines Tores während der Dämmerung zu erkennen, ja, ja. Falls es sich dabei um den Schrein am Wasser handelt, ist davon auszugehen, dass nur bestimmten Personen die besondere Erlaubnis zuteil wurde, sich dem Ort per Boot zu nähern. Per Boot zu nähern. Ich weiß doch, wo es Boote gibt, ha? Huh? Und zwar in diesem anderen gruseligen Schrein. Da kann man ja mit dem Boot quasi da rausfahren, oder? Was, wenn der Schrein metaphorisch ist? So, Hisokas Tagebuch. Jeder hat Geheimnisse, Geheimnisse, die keinem anderen anvertraut werden können. Geheimnisse, die nicht mit anderen Menschen geteilt werden können. Wenn Menschen verschwinden, nehmen sie diese Geheimnisse mit sich. Vielleicht ist es die unerträgliche Last dieser Geheimnisse, die sie dazu bringt, unterzutauchen. Sie müssen ihrer schweren Last entkommen wollen. Eines Tages mag Yuri auf meine Geheimnisse und Narben stoßen. Doch dann sind wir vielleicht endlich dazu in der Lage, uns einander zu öffnen. Vielleicht kann ich mich dem dann stellen und wieder ganz von neuem anfangen. Okay. So. Wie konnte ich ihn nochmal so Geisteroptik anmachen? Wieso kann ich ihn? Ach so, stimmt. Das ist ja das Movement-Ding, wo ich irritiert. Oh, guck mal. Boing, boing, boing. Boing, boing. Boing, 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 boing. Ja, mit dieser Schultertaste hier. Wow! Darf ich ein Foto machen? Okay, anscheinend nicht. Okay, who the fuck war das? Öffnen. Achso, ich muss ja halten. Hier ist nichts Interessantes. Interessant. Okay. Aber warum bewege ich mich eigentlich so komisch? Habe ich eigentlich schon alles? Steht das hier? Also für mich ist das Hinweis genug, aber will das Spiel noch irgendwas von mir? Also ich würde jetzt zu diesem Schrein da rennen, wo ich das erste Mal diese lange Frau da getroffen habe. Und dann würde ich versuchen, dort mit dem Boot rauszufahren. Weil die auserwählten ganzen Leute da nach ihrer komischen Zeremonie fahren ja da im Prinzip durch zum Schrein raus, ne? Die wollen bestimmt noch chillen. Warte mal. Begehe ich dich zum Schrein der Vergänglichkeit? Ich dir sagen, ein Schrein der Vergänglichkeit, oder?
Das war doch der. War das der? Oder war da irgendwas mit Zeit los? Warte. Stehen da irgendwie Details? Glaube nicht. Ich gucke einfach mal, ob ich rausgehen kann. Wenn ja, dann ja. Wenn nein, dann nein. Hallo? Da bist du ja. If you leave, you won't be coming back. You're still not sure, are you? You're wondering if you should go or if you should stay. Die hat immer noch die Klamotte an, die ich ihr gegeben habe. Lustig. Das sollte ich bedenken. So. Habe ich einen Film versaut? Tschüss. Warte mal, kann ich irgendwie mit dir hintergehen oder so? Willst du irgendwie mitkommen vielleicht? Ich weiß nicht. Gut, hau rein. Muss los. Alter. War hier schon immer so viel Nebel? Und ja, genau diesen Schein meinte ich. Mensch, creepy. Ich hoffe, ich kann mich hier noch einigermaßen dran erinnern, wie das Gebäude aufgebaut war. Sonst wird das wieder eine ziemlich lange Odyssee. Ist es normal, dass hier Licht flackert? Hier ist ein Boot. Aha, that's what I'm saying. Ich habe hier ein kleines Boot gesehen, als ich Mio gefunden habe. Die Priesterin war auf dem Boot und ja, warum erklärst du mir das? Siehst du, ich habe das Spiel so, keine Ahnung, 6 Monate lang nicht gezockt. Und ich weiß das noch, dass ich dahin muss. Gehe zum Boot. Aha. Keiner grabt mich. Cool. Ja, wie war denn das? So war umdrehen. Okay, jetzt habe ich es wieder. Boah, Alter. Schatten von dem Ding hat mich gerade ein bisschen weggecreept. Ich sollte diesen Knopf hier vielleicht mal öfter nutzen. Wupp. Ah, hier schon wieder. Jungs. Wieso kriege ich den anderen nicht aufs Bild? Würdest du dich bitte verbissen? Warte mal, wieso? Wow. Geh weg, Feuer. Pui, Deibel. Okay, den schon mal weggeboxt. Kann ich irgendwie... Oh. Nee. Ich habe doch Geisterenergie. Aber ich kann... Kann nur die andere diesen Slow-Mo-Schuss oder was? Oh. Okay. Der will nicht so richtig. Ich muss hier mal diese kleinen Dinger hier kaputt machen. Und hier muss irgendwo eine Fackel sein, glaube ich. Ja. Au! Gemein.
Jungs, wenn ich rausfinde, wo mein Special Ability Knopf ist, dann seid ihr sowas von dran. Das nicht. Hopp, 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 da würde ich schon gern rein. Okay. Der nicht. Ah. Ah. Okay, 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 okay. Nein. Okay. Was war mein Ability-Knopf? Das nicht. X nicht. Das nicht. Da hätte ich nachsetzen können. Wo ist denn die Fackel? Ey, wie viele Knöpfe gibt es denn eigentlich noch? Ah, so machen die Jungs das. Die zünden sich gegenseitig an. Außer beide Feuer sind aus, hm? Ja. Okay. Es ist ein bisschen schlecht, wenn ich nicht weiß, wo mein Ability-Knopf ist. Da ist war dann. Achso, ich hab's wieder. Der Rennknopf muss das sein. Wenn ich in der Kamera bin. Ich hab hier noch einen Haufen Zeug zum Aufsammeln. Gib mir das. Geil. Und gib mir das. Geil. Hey, was ist das? Der Schrein der Vergänglichkeit beherbergte drei Stützen, die das reine Wasser des Berges schützen. Eine für die Särge, eine für die verbotene Flamme, eine für das Wasser. Das Wasser fließt von der Flamme gereinigt durch den Schrein. Aha. Das Hineinlegen, was? Entschuldigung, das Hineingelangen setzt die Erlaubnis von zwei Priesterinnen voraus. Mit beiden Schlüsseln wird der Segen der Priesterinnen auf dem Wasser erteilt. Da war doch diese eine Tür, wo ich so Sachen reinsetzen musste. Und ich glaube, zu der Tür muss ich jetzt. So, also muss ich das Rätsel jetzt auch noch lösen. Mann. Aber ich weiß ja jetzt wenigstens, wie das Layout ist von dem Ding. Und die Tür war hier. Wahrscheinlich, wenn ich zu der Tür laufe, werden mir zwei Bilder wieder gezeigt. Schätze ich mal, wo ich die anderen Dingens holen kann. Altar des Sarges. Das ist die falsche Etage. Die hier, das ist die mit den Särgen. Geh erstmal zu dir und lass mich von der mit den langen Händen wegsnappen, denke ich. Also die lange mit den langen Händen. Pum 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 pum. Überprüfen. Entschuldigung. Ich muss natürlich hier lang. War klar. Boah, hab ich Bock auf die. Falls sie überhaupt wiederkommt, aber. Würde mich nicht wundern. Bis jetzt nicht.
So. Ich muss höchstwahrscheinlich diesen Shit hier machen. Die Tür ist verschlossen. Ja, zwei Schlüssel mit Kirschblütenmotiv eingraviert, andere Motiv. Okay.